Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guild Wars 2 mit wieder mal mir alleine, der GB und der Hauptstory-Quest. Ich stehe hier inzwischen Erstigalkin und der Schneeleopardin hier, genau, Svena, richtig, Svena. Und wir sind dabei, Walda aus dem Nebel zu befreien. Ich soll Bescheid sagen, wenn Svena das Portal öffnen soll. Das wollen wir jetzt machen und ich kommentiere das Ganze wieder mal, weil diese Aufnahme zusammen mit René entstanden ist und ja, ich so gesehen einen anderen Weg eingeschlagen bin wie er. So, dann reisen wir mal durch das Portal und wir haben die erste Aufgabe, finde den Geist der Havrune. So, und da haben wir Wiebe, den haben wir ja schon auf unsere Seite gezogen, hier müssen wir runter. Wiebe und Erstigalkin sind beide dabei, oder Eierstigalkin, ihr Name ist so furchtbar. Oh, da sind die Svanis. Das sind natürlich die Bösen und wir haben reichlich welche. Nicht nur eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nein, sechs Stück und hier geht ordentlich die Post ab. Und ich habe mich jetzt eigentlich dazu entschlossen, primär erstmal auf Großschwert zu bleiben. Das bedeutet, mit einer Zweihand zu kämpfen. Ich finde das sehr entspannt. Und dadurch, dass ja René ein Magier spielt, wird sich, denke ich, auch noch bei ihm ein wenig etwas ändern. Das gehen wir aber dann in der nächsten Folge durch, denn da spielen wir wieder zusammen und nicht mehr alleine. Da ist René dann wieder dabei, dann wird das Guild Wars Let's Play wieder mal eher ein Koop-Let's Play mit dem Magier und der Waldi hier. Und ja, René wird, glaube ich, ich weiß gar nicht... Bis später. Der Wiebe, der haut ordentlich rein. René wird, glaube ich, auf Blitz, Elektro, ich weiß gar nicht, Entschuldigung, mein Handy hat gebrummt. Auf Blitz oder auf Elektro gehen. Ich weiß nicht, er hat so eine Art Blitzpeitsche. Oh. Seht, da ist Waldas Geist. Ich sehe sie, sie kämpft mit jemandem. Ich kenne den Halunken, Stier Frostklinge. Er nennt sich Drachenschamane, aber er ist ein Dummkopf. Der Drache hat keine Schamane, nur Sklaven. Ihr da, lasst das Mädchen in Frieden. Ha! Ich nehme es mit euch allen gleichzeitig auf. Jormags Wille ist mächtig. Im Namen des Drachen, wir erobern die Nebel und vernichten die Geister selbst. Kommt, Brüder, zeigt ihnen die unübertroffene Macht des Drachen. Wenn ich über Solfis Kräfte verfüge, kann ich so viele Portale öffnen, wie ich brauche. Was war das denn für eine Kampfansage? Oh, da ist Walda, die ist jetzt dort zusammengekeucht. Oh, da kommen noch ein paar Svanias. Die Macht des Drachen, also haben die im Grunde wie ich jetzt den Raben draußen oder den Wolf oder was auch immer. Bei mir ist es ja eigentlich primär der Wolf. Dann gibt es ja noch den Bären. Haben die den Drachen, ja? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Gepriesen sei der Wolf, dass ihr kommt. Wie lange war ich? Nein, unwichtig. Wir müssen Meister Solvi finden. Er brachte mir gerade das Geistwandeln bei, als wir angegriffen wurden. Er schrie und verschwand. An seiner Stelle erschien ein zerklüftetes Portal. Die Söhne Svanis kamen hindurch. Und seither versuche ich, sie abzuwehren. Sie prahlten, sie hätten meinen Meister mit einem magischen Dorn aus verdorbenem Nebel besiegt. Das und Solvis Kräfte könnten ein solches Portal schaffen. Sie müssen Solvis Körper in der Welt der Lebenden angegriffen haben, während sein Geist hier war. Dann retten wir Solvis Körper, genau wie Waldas Geist. Wir schließen die Bresche im Schleier zwischen den Welten und töten diejenigen, die sie geschlagen haben. Zuerst müssen wir Walda hier wegbringen. Sie kann uns zu Solvi führen und uns helfen, uns auf das vorzubereiten, was die Svanier mit uns vorhaben. Vergesst nicht, ein unvorbereiteter Jäger wird rasch zur Beute. Ich sehe, ihr spielt jetzt die Lehrerin eher. Eure Lektion muss aber warten. Zunächst einmal müssen wir zurück in die körperliche Welt. Check, check, check. Das heißt, als allererstes müssen wir Walda hier rausbringen. Oh, praktisch. Was passiert hier? Können wir hier raus? Ah, okay. Dann nehmen wir doch am besten das Portal, was sich gerade geöffnet hat. Er meditierte beim Jägersee, als wir angegriffen wurden. Wir bringen euch hin.
Kommt ihr mit uns, Wiebe? Ich kann nicht. Ich muss zum Schrein des Raben. Meine Leute müssen das erfahren. Verstehe. Hab Dank für eure Hilfe. Viel Glück und mögen die Geister über uns wachen. Na gut, dann gehen wir zu diesem besagten Jägersee. Was kriege ich denn hier? Ich kriege einen langen Bogen, der ist aber schlechter als mein Großschwert. Aber wiederum besser als mein Kurzbogen, den ich trage. Und wo ist überhaupt der Unterschied zwischen Lang- und Kurzbogen? Weil ich kann hier jetzt weder Geschwindigkeit noch sonst irgendwas sehen. Die Stats sind eigentlich auch genau gleich. Ich nehme, denke ich, den Langbogen. Also soweit ich weiß, nehme ich den Langbogen. Kurzbogen klingt so mickrig. Na, kann ich mich auch irgendwann mal entscheiden? Das wäre ganz toll. Ja, siehste. Habe ich doch gesagt, den Langbogen. Und dann schauen wir nochmal, was in den Beutetaschen drin ist. Ich glaube, auch hier hatte ich nicht allzu viel Glück, was das betrifft. Habe ich irgendwie lustigerweise nie. So, da habe ich den Langbogen erstmal aufgesetzt. Der ist ein bisschen größer nochmal, ne? Aber der sieht jetzt nicht unbedingt spektakulär aus. Aber ist ganz schick. Der AOE ist natürlich auch Bombe. Also, kann man spielen mit einem Langbogen, ja? Werde ich vielleicht auch mal gelegentlich wechseln, aber je nachdem, wie jetzt Renés Spec beim Magier sein wird, ob er in Nahkampf oder in Fernkampf skillt. Und natürlich wusste ich da immer noch nicht, dass ich da oben rechts bei dem Mausrad, bei dem Rädchen, das Materiallager, alles sofort ins Materiallager schicken konnte. Ach stimmt, da habe ich jetzt begriffen, okay, ich könnte ja eigentlich mal so ein Steinchen in einen Gegenstand sockeln, wo es geht. So, macht man verwenden und sucht sich eben den Gegenstand aus, wo ein Sockelslot frei ist. Ich war mir gerade unsicher, ob ich das in die Waffe packen soll, aber ich mache es, glaube ich, in die Waffe. Oder? Mache ich doch nicht? Mache ich in den Bogen? Mache ich tatsächlich in den Bogen? Okay. Ach ja, stimmt, weil der Bogen gerade ich neu gekriegt habe und beim Großschwert war ich mir nicht sicher, ob ich nicht demnächst auch ein neues Großschwert kriege. Und dann wollte ich da die Steine nicht verschwenden, weil ich war mir nicht sicher, ob ich die Steine irgendwie wieder rausholen kann oder ob ich die jetzt für immer verloren habe, indem ich sie da reinsocke. So, dann müssen wir da raus. Da war ich unsicher. Verlasse ich da ernsthaft jetzt den Instanzbereich? Muss ich da oben hoch? Ah, Tatsache, ich musste da oben hoch. Oder? Jetzt weiß ich selbst nicht mehr, was ich genau gemacht habe. Ist schon ein bisschen her. Doch, ich muss ganz nach oben. Ah, okay. Ja, weil eigentlich müsste ich doch zu dem... Ah doch, da ist Havunes Vena. Nee, da ist der Ausgang. Ach, da geht's zur großen Halle. Da geht's in die Hauptstadt. Also theoretisch hätte ich auch einfach Instanz verlassen machen können. Kann ja schon mal passieren. So, da sind wir jetzt in der großen Stadt. Und können uns wieder frei bewegen in der großen Halle. Und wir müssen jetzt da hinten, so gesehen, zu dem Gebiet, wo alles angefangen hat. Hier in der Nähe des Questgebiets und dann zum Jägersee. Und da soll ja dann, der, ich weiß gar nicht, Meister von Valda sein. Ist das der Meister? Ich bin gerade nicht ganz sicher. So, den Rest habe ich jetzt aber auch rausgeschnitten und nur das Wesentliche drin gelassen. Denn ich habe so viel herumgestanden. Also wenn man nicht live kommentiert, dann merkt man, glaube ich, gar nicht, wie viel Zeit man teilweise mit manchen Dingen verplempert. Das möchte ich euch eigentlich gerne ersparen. So, hier ist erste Galkin und Valda. Wir müssen uns beeilen. Haltet durch, Meister Solvi. Ich bin gleich da. Valda, wartet. Das schafft ihr nicht allein. Lasst euch von uns helfen. Gemeinsam können wir Solvi retten. Na, die... Sie sich wissen? Vorbereitet okay. Zu haben. Rechnet mit allem. Ja, da war der erste Satz gerade nicht synchronisiert. Aber wir haben, glaube ich, jetzt das Wesentliche erfahren. Wir gehen nach vorne und den machen wir platt. Den Jäger der Söhne Svanis. Seht mal, die Wolfsmelbe. Bringt mir zu Ende, was wir angefangen haben. Ja, oh, der haut aber auch gut rein. Wir heilen die allen Wesen. Aber nicht gut genug. Da ist doch jemand an der Harpune. Finde ich auch cool, dass solche Elemente wie Harpunen, Gebäude und Co., dass sie wirklich attackiert werden können und außer Gefecht setzen. Das ist echt genial. Da in die Mühle müssen wir rein.
Und da vorne ist Solvi in Gefangenschaft. Der sitzt da auf dem Boden und chillt. Also entweder chillt er oder er ist verletzt oder er ist gerade in der Bredouille und wurde umzingelt. Man weiß es nicht ganz genau. Und sie stehen mal wieder vor einem Portal und hier kommen immer wieder neue Gegner raus. So, Solvi. Da. Der Dorn hält Solvis Geist zwischen Leben und Tod fest. Seine Seele ist gefangen. Deshalb kann sich das Portal nicht schließen. Es wartet darauf, dass er hindurchgeht. Weg von Harun, Solvi, Frostklinge. Euer Vorstoß in die Nebel endet hier. Mit euch also beschäftigt sich Stegalkin seit neuestem. Zeitverschwendung! Der Drache wird die Welt verschlingen! Zeitverschwendung! Lasst euch nicht von ihm ködern, Bezwingerin. Wir müssen irgendwie zu Solvi gelangen. Falda, beschützt euren Meister. Ich gebe keine Ruhe, bis Frostklinge und alle Söhne Svanis hier bezahlt haben für das, was sie getan haben. Ja, da sind wir sehr entschlossen. Die Stimme von hier, die Stegalkin-Synchronstimme spricht, das muss ja auch ein heißes Gerät sein, ne? Also, die hat ja schon eine ganz schön verruchte Stimme. Also es muss schon, bei solchen Stimmen frage ich mich immer, haben die auch schon im Jugendalter so geredet? Hatten die da auch schon so eine Stimme? Ist ja faszinierend, wirklich. Stell dir mal vor, ihr würdet ein Let's Play mit dieser Stimme hören, die Horn. Vielleicht spielt die dann Reeperbahn-Simulator oder so. Aber den kriegen wir jetzt auch gleich platt. Immer schön aus den AOE-Effekten ausweichen. Der haut nämlich ganz schön rein, also Hälfte Leben ist schon weg. Aber ich glaube, später gibt es so die ein oder andere Möglichkeit, sich doch noch besser gegenzuheilen, denn es gibt ja keine aktiven Heiler in diesem Spiel. Es gibt ja schlichtweg einfach nur Klassen, die ein bisschen mehr aushalten als andere und welche, die können halt mehr supporten. Aber es gibt keinen direkten reinen Heiler, das gibt's nicht. So, lieber Solvi, was geht ab? Zurück zu mir. Jetzt zerstört das Portal. Was? Ich bin auch eigentlich schon fertig. Tötet die verbliebenen Söhne Svanias und ihre Diener. Hab ich das nicht gerade eben schon gemacht? Oh, okay. Ach so. Ach, das spawnt immer neu raus und ich soll das Portal zerstören. Stimmt, das habe ich zu dem Zeitpunkt ja nicht gereilt. Das steht aber oben rechts in der Quest, zerstört das Portal. Und ich kam überhaupt nicht darauf, das Portal anzuvisieren. Das ist mir richtig fremd, dass ich Sachen halt auch kaputt machen kann. Aber ich hab's nicht herausgefunden, sonst wird's peinlich. Ich hoffe, das checke ich gleich. Dass es jetzt auf die nächsten 5 Minuten so abgeht, dass ich hier nur einfach die NPCs, die daraus spawnen, töte. Ach komm, ja, jetzt habe ich nämlich den Live-Balken gesehen. Sehr gut. Perfekt. Meister Solvi, wenn wir uns beeilen, können wir euch nach Hulbrak zurückbringen. Zu den Heilern. Sie können... Ich nehme jetzt meinen Platz in der Legende ein. Das Amt des Havruns lege ich in eure äußerst fähigen Hände. Erinnert euch an alles, was ich euch beigebracht habe. An alles, was ihr gelernt habt. Sucht euch Hilfe, wenn es nötig ist. Wir sehen uns in den... Es tut mir sehr leid, Walda. Solvis Bürde liegt nun auf euren Schultern, Walda. Ihr seid jetzt Wolf Havrun. Ihr müsst seine Legende übertreffen. So ehren Schüler ihren Mentor. Dann werde ich euch genauso ehren. Es war eure Reise, Bezwingerin. Ich war nur da, um euch zu führen. Der Weg zum Heldentum ist schwer. Ich bin ihn gegangen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wenn ihr künftig meine Hilfe braucht, egal wobei, dann fragt mich einfach. Ich werde antworten. Unsere neue Freundin... Ja, Stegalkin ist unser Mentor. Habe ich irgendwie das Gefühl. Wir passen optisch auch perfekt zusammen. Ich sehe in meine Zukunft und ich sehe eine horny Frau. Eine horny, muskulöse Frau. So, Stufe 13 wurde ich und wir haben 5 Heldenpunkte bekommen. Und ja, ihr seht, ich kann wieder ein bisschen was verteilen. Ich habe aktuell nur 2 Slots, um eben diese Fähigkeiten reinzupacken.
Allerdings gibt es ja nicht nur die Siegel, es gibt ja auch noch, weiß Gott, viele andere Dinge. Und ich habe bislang noch nicht genau erkannt, was jetzt für den Waldi ganz gut ist und was nicht. Also da bräuchte ich nach wie vor immer noch Nachhilfe. Ich weiß, ich kann theoretisch alles lernen und kann mir alles beibringen und dann immer mal rotieren und wechseln und ausprobieren, so oft ich möchte, ohne Talentpunkte irgendwie umzusetzen. Also diese Fähigkeiten, die unten rechts in die Leiste kommen, die kann ich halt beliebig herumwirbeln und herumswitchen, wie ich möchte. Und da werde ich auch ein bisschen ausprobieren. Aber so wirklich den Dreh raus habe ich noch nicht. Da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit. Von daher, bitte nicht beurteilen, was ich hier mit dem Waldi mache. Ich habe keine Ahnung, ob ich den vergewaltige oder ob das genauso richtig ist, wie ich es gerade tue. Na gut, da liegt der gute, Solvi. Ruhe er in Ehren. Eure Tapferkeit im Angesicht des Todes war eine wahre Inspiration. Lebt wohl. Ja, das sagen wir zu ihr. Damit verabschieden wir uns auch von ihr. Und damit verabschieden wir uns auch für die Folge heute, denn das war jetzt die Quest, die wir abseits von René so ein bisschen gemeistert haben. Und ja, ab nächste Folge geht's wieder im Koop weiter. Schöne, wunderschöne Aussicht haben wir hier. Zum Abschluss nochmal ein Kaninchen neben mir. Woo, wie sweet. Und ja, wir sehen uns zu einer neuen Folge. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut.